So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. So, die Stimmen lassen wir auf 100, die Effekte machen wir ein bisschen weiter runter, würde ich sagen. Ich habe mir jetzt den letzten Part nochmal angeschaut. Wenn man im Kampf ist, ist es ziemlich brutal. Wirklich, es ist ziemlich laut, deswegen mache ich die Musik und die Audioeffekte ein bisschen weiter runter, machen wir es auf 60. Und die Stimme lassen wir auf 100, damit man sie besser hören natürlich. So, und wir müssen da nach hinten. Und wir müssen jetzt ein Lanzenhorn müssen wir jetzt da irgendwie finden. Und die Signalpfeile müssen wir auch noch wohin bringen. Okay, das sollte eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich mal. Wenn nicht nur alles so weit weg wäre. So. Schauen wir mal da zuerst hin, würde ich sagen. Das ist. Verdammt. Was ist denn? Ja, laufen wir mal schon wieder hinterher, oder was? Ja, genau, laufen wir nur hinterher. So, da muss ich wahrscheinlich die. Okay, er dreht gleich um und geht wieder. Da drinnen müssen wir wahrscheinlich die Signal. Pfeile hinbringen, nehme ich mal stark an. Ich komme hier raus. Nein, das geht sogar noch weiter rein, okay. Alter, was ist das da hinten schon wieder? So viele Viecher hier. Das nimm mit. So, langsam und sicher. Achso, hier muss ich dieses Lanzenhorn muss ich da finden. Das ist wahrscheinlich. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen. Ist das das? Das ist ja ein Graser, oder? Und ich glaube nicht, dass der ein Lanzenhorn hat. Ein Säbelzahn. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Ja, leck mich am Arsch, Mistviech. Leck mich am. Da, lauf rein, Mistviech, Alter. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Mein Graser kämpft auch brav mit. Sehr gut. Na komm, na komm, na komm, na komm. Blöde Maschine. So. Aber wo kriege ich jetzt dieses Lanzenhorn her? Wo kriege ich das her? Wo kriege ich das her? Wo kriege ich das her? Wo kriege ich das? Hat der das? Bin mir nicht ganz sicher. Und es gibt eindeutig zu wenig Medizin. Eindeutig zu wenig. Viel zu wenig. Es ist zwar alles gut für die Tränke, aber trotzdem. Sicher gespürt. Ja, und wie er das gespürt hat, ha?
Und jetzt, mein Freund. Lanzenhornlinse, ja, der hat das, okay. Jetzt darf ich jetzt nur nicht über... Boah. Nur nicht verdrücken, nur nicht treffen lassen jetzt, oder? Das macht nichts. Die stellen wir gleich wieder her, Gott sei Dank. Hui, okay. Da. Das ist das, was wir brauchen. Allerdings sind wir anscheinend voll. Moment. Das heißt, wir gehen mal kurz ins Inventar. Also, Entschuldige. Inventar und wir hauen... Aber wartet mal, vielleicht können wir ja auch was herstellen. Vielleicht können wir ja unseren Beutel wieder maximieren. Vergrößert Outfitbeutel, vergrößert deinen Fallenbeutel. Dann können wir mal... Das können wir mal herstellen. Das ist auf Maximum. Okay, das ist auf Maximum. So, und jetzt Inventar. Jetzt haben wir irgendwas raus, was wir nicht brauchen. Irgendwas, keine Ahnung. Wir haben eh urviel Holz. So, jetzt da rein. Das sieht gut aus. Und das sollte eigentlich passen jetzt, da? Jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Heilen wäre cool. Dann nehmen wir halt Tränke. Was soll's? Was soll's? Und 300 Meter in die Richtung. Ja, Sägezahn ist jetzt da auch nur noch Training für mich anscheinend. Gegen das Viech komme ich auch schon gut an. Bin glücklich drüber. Aber es gibt wirklich viel zu wenig Stellen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Wo wir halt für die Medizinbeutel irgendwas finden. So, wir laufen einfach durch. Da laufen wir einfach durch, das ist wurscht. Kämpfen brauchen wir auch nicht. Wir sind fast Stufe 14, aber trotzdem. So, wir müssen wieder darauf. Okay. Moment mal. Also, das ist schon wieder nur Holz. Meine Güte. Ja, Holz ist zwar auch wichtig, aber trotzdem. Kann ich da rauf? Geht das irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Geht das, wenn ich da rauf gehe? Das war's mit dem Regen. Gleich werden die Tiere wieder lauter. Okay. So. Ich hoffe, da bin ich richtig und ich hoffe, dass ich da hinkomme, wo ich hin will. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Jetzt halt es ein bisschen, finde ich. Aber ja. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Aha, jetzt wird mir angezeigt, dass ich runter muss. Was ist da unten? In der Höhe muss ich sein, oder was? Kann ich da irgendwo raufklettern? Hier zum Beispiel, ja, das geht. Wieso haltest du dich da nicht fest? Jetzt da, okay. Jetzt geht's. Na endlich. Rauf mit dir, Mädchen. Sehr gut. Und da sind wir auch schon richtig. Sehr gut. Zuerst looten. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja. So, Christi. Du bist on? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd.
falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. So, kehre zu Sona zurück, steige zum Wachturm hinauf. Okay. So, hier können wir uns wieder abseilen. Dann hier runter und hopp. Und 360 Meter in die Richtung. 340, okay, das geht ziemlich schnell wenigstens. Da hinten haben wir schon wieder irgendwelche Viecher, das ist eh klar. Die streifen da überall um und um. Achso, das ist der Weg, okay. Verstehe schon. Wir bleiben diesmal auf dem Weg. Und einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Eloy. Ja, lauft weg von mir. Da hinten greift mich einer an. Der ist ziemlich weit weg. Hallo, grüß euch. Ich lasse euch eh in Ruhe, um Gottes Willen. Ich mache euch doch eh nichts. So, ja. Und jetzt zu Sona, die ist da drinnen irgendwo gewesen. Im Lager links. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und da nach hinten. Grüß euch. Alles gut? Was ist da passiert, Alter? Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Ja du, ich habe deine Brutstätte schon kaputt gemacht, gell? Es war ein bisschen schwer, aber ich habe es trotzdem geschafft. All das Blut. Neugierde ist für Träume. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Kehre zu Sona zurück. Wo ist sie jetzt? Alter, jetzt muss ich sie suchen. Nora-Krieger? Ah, da ist sie. Oder? Ist sie das? Nein, das ist sie nicht. Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Der Stamm braucht dich. Ich breche eh nicht zusammen. Alles cool. Schaut's mal, ich zeige euch was. Und? Ha? War das gut? Das war gut, gell? Wo ist sie jetzt? Das kann ja nicht wahr sein. Muss ich da rauf jetzt, oder was? Wahrscheinlich. Steige den Wachturm hinauf. Ach so. Okay. Da, was? Du kannst dann... Okay. Jetzt wollte ich schon wieder fluchen. Na, kletter weiter, Mädchen. So, servus, Christi. Ich hab deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, kein Problem, immer wieder gern. Inventar voll, okay. Gut, dann schauen wir mal. Stufe 14 haben wir auch erreicht. Quests. Nebenquests, genau, das hier könnte man machen. Das sind wir auch fertig. Jagdgebiet interessiert mich nicht, Brutstätte und Tutorials interessiert mich nicht. Also Brutstätte schon, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt machen wir das hier, dafür kriegen wir auch wieder 2500 Erfahrung. So, Stufe 14 erreicht, da steht's. Wir müssen in die Richtung, das ist gut. Hm.
maximale Gesundheit wieder um 10 erhöht. Das ist ziemlich lame, muss ich sagen. Das ist wirklich lame. Nein, da komme ich auch nicht drauf. Alter. So, da durch, Mädchen. So. Haben wir es geschafft, sind wir auf der anderen Seite. Und wieder durchlaufen einfach. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Lasst mich da einfach in Ruhe, ich mach euch doch eh nix. Alter, du Mistviech, na gut. Dann komm her. Ja, du wolltest das so. Du bist auf mich losgegangen und bist mir hinterhergelaufen. Entschuldigung, aber selber schuld. Ja, das ist es auch. Lagerfeuer. Auf jeden Fall mal aktivieren. Auf den pfeife ich da hinten. Die Graser pfeife ich auch. Braucht kein Mensch. Spinnst du oder was? Greift mich da einfach an. So, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Hier können wir ein bisschen was mitnehmen. Dankeschön. Hier können wir auch ein bisschen was mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Dankeschön, da können wir uns gleich heilen. So, 60 Meter noch. Dann haben wir's. Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Wen soll ich jetzt schon wieder helfen? Dass ich das gefunden hab. Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Das ist nur Holz, das braucht kein Mensch. Wen soll ich helfen? Ich kann nicht mal mit dir reden, Alter. Aber mit dir kann ich reden. Ah, das ist eh der. Der Sonne sei Dank, du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! An die Waffen! An die Waffen! Na gut, dann gehen wir es mal an. Alles gut. Was ist er, Alter? Gockelhahn, oder was? Ah, komm jetzt. Weg, 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 weg. Ist was? Ah, du sollst weggehen da. Überall bleibt sie hängen. Das ist ja nicht normal. So, ich helfe euch mal da drüben. Patz. Na geh. Alter, ich sehe einen Scheißdreck.
So, der Große ist mal weg. Was war das? Ah, was Kleineres. Alter, wie viele kommen da jetzt noch? Schon wieder daneben. Ha, schon wieder daneben, ja. Ja, jetzt bin ich gleich im Arsch. Das Sonnenreich. Alles cool, der brennt, der brennt, der brennt. Das ist gut, der stirbt daran. Alles cool, Batz. Perfekto. So, na dann sammeln wir mal ein. Warum sind meine Leben gelb? Was habe ich denn genommen? Was ist denn das für ein Trank? Das hätte ich gern, danke. Das ist ein Booster, oder was? Für meine Leben. Wenn ich das richtig verstehe. Etwas Vorrat. Okay, somit haben wir die Nebenquest auch gleich erfüllt, das ist gut. Dann reden wir gleich mal mit ihm. Wartet, bevor wir mit ihm reden, sammeln wir noch alles vorher ein, oder? So, das Rein. Ich brauche eigentlich kein Reinholz, aber trotzdem nehmen wir es halt mit. Tun wir gleich mal herstellen wieder, was geht. Da haben wir überhaupt keine Munition mehr. Sehr gut, das ist voll und da fehlen noch zwei, aber da fehlt mir noch was, okay. Also es wäre irgendwie leibend, wenn man sie skillen könnte, dass sie nicht so viel Lebensenergie verlieren würde. Das wäre auf jeden Fall leibend. Okay, red mal mit den Typen. Ah, warte, jetzt da hinten. Genau, den habe ich vollkommen vergessen. Kein Platz. Kein Platz. Na dann, lassen wir es da. Und ja, reden wir mit ihm. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss, die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Okay, dann machen wir das gleich mit. Dann müssen wir zuerst wahrscheinlich wieder die Spuren suchen. Moment, da hinten. R1 zum Markieren und wir folgen denen. Das gehört jetzt mir. Ja, und nur dir, Mädchen. Oder besser gesagt, uns. So. Finde die Reed. Machen wir das. Ich hoffe, das schaffen wir auch noch in diesem Part. Aber der Vogel oder was auch immer das war lustig. Ein Huhn vielleicht. Also es hat mich irgendwie an ein Huhn erinnert. Das große Viech. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Wie lange haben wir? 25 Minuten haben wir fast. Das hält sich. Da ist er ja schon. Hallo. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Was ist das jetzt? Okay.
Alter, der hat mich gewonnen-hittet. Der hat mich voll gewonnen-hittet jetzt. Wie viel Leben habe ich gehabt? Ich weiß es nicht. Aber den machen wir noch in dem Part. Den werden wir schon schaffen. Weil er kann sich aber unsichtbar machen und sowas. Aber das wird mich nicht davon abhalten. Keine Panik. Wir machen das schon. So. Muss ich jetzt nochmal mit den Typen reden, oder was? Das gibt's ja nicht. Oh. Ist mal was. Glaubst du, ich sehe dich nicht, ha? Ich rede gleich mit ihm, aber Gott sei Dank, das war ein guter Speicherpunkt, muss ich sagen. Gott sei Dank, das nehmen wir uns gleich mit. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ein Wagen wäre nicht schlecht für das, was wir hier looten können. Das ist ja eh schon brutal viel. So, das ist alles Reinholz, oder? Ja, leider. Aber wir haben das. Jetzt haben wir das Viech ziemlich schnell gemacht. Kann man nichts sagen. So, der hat sich sicher verpisst, oder? Nein, da liegt er. Die Karawane. Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Ein paar Sachen mit. Jägerpfeile, Munition. Brauche ich das? Nein, oder? Kehre zu. Nein, ich muss nur einfach zurückgehen. Okay, passt. Gut, 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 gut. Dann überbringen wir die Nachricht, dass sein Freund, ja, dahingeschieden ist. Halt durch, Mädchen, halt durch. Wie sie immer so schwer atmet. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, auf jeden Fall. Deswegen nehmen wir es ja mit, damit wir wieder voll sind, falls wir angegriffen werden, ne, Mädchen? Das da hinten ist auch nochmal Lebensenergie. Sehr gut. Sind wir fast voll wieder. Können wir uns dann zweimal komplett heilen. Das ist ziemlich gut. Und ja, wir haben es wieder geschafft. Sehr gut. Wieder ein Stückchen weiter nach vorne. So, der Havara ist tot, gell? Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Okay. 2500 Erfahrungspunkte, Belohnungskiste haben wir wieder gekriegt. Okay, haben wir jetzt sonst noch irgendwelche Nebenquests? So, Hauptquest haben wir da, neben haben wir nichts mehr, Aufträge haben wir nichts mehr, Banditenlager haben wir nichts mehr, Langhälse haben wir nicht mehr gefunden. Ja, das interessiert mich nicht, habe ich gesagt. Brutstätten wissen wir auch nicht mehr. Verdorbene Zone? Was müssen wir da machen? Räume die verdorbene Zone. 5000 Erfahrungspunkte, aber dafür müssten wir Stufe 15 sein. Ja, das ist halt ein Level drunter. Das könnte man probieren. Ansonsten ist alles voll. Okay, wie lange haben wir noch? Okay, wir sind schon bei 30 Minuten. Das heißt, wir werden wieder den Part jetzt hier beenden und im nächsten Part hinlaufen und versuchen, dieses Gebiet zu säubern. Was auch immer wir da machen müssen. Wahrscheinlich einfach alles ausrotten, was jetzt da gerade da vor mir ist. So, du wirst ja jetzt nicht darüber kommen, oder? Doch? Okay, Aloy. Und jetzt? Was war das? Was war das?
Warum ist das jetzt so explodiert? Ich habe keine Ahnung. Da oben hat mich einer gehört, aber das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Okay, ich muss aber den Part jetzt wirklich beenden. Ich drücke mal auf Pause und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.